Forstführer kommt nicht zurück. Dann Wasser vergiftet. Böse Zeichen. Danke für Herde retten. Bertla, Frau Catwalker. Dank Ihnen und Geistern Straußes bin gerettet. Seien Sie trotzdem vorsichtig, Herr Beruth. Das Wehr, das das Wasser filtert, hält vielleicht nicht lange. Tja. Jukol, gehen schnell hier weg, um Strauße sicher zu machen. Aber geht nix ohne Kirk. Er unser Führer. Ich komme gerade aus der Klinik. Kirk und ich waren im selben Zimmer. Tja. Wie geht Kirk? Aber es geht ihm gut. Ich meine, momentan. Aber ohne die Prothese hängt er da oben fest. Kein Kirk. Jukol können nicht weg. Dann Strauße wollen weiter ohne Jukol. Lange hier behalten geht nicht. Strauße gehen über Seewalds im Bohr und werden gefressen von Seegeistern. Tuck! Die Strauße, die den See überqueren. Das muss also ein Teil des Zuges sein. Tuck, tuck. Baranur auf anderer Seite von See ist Pfad der heiligen Ebenen. Und Strauße legen Eier in heißem Sand der heiligen Ebenen. Aber See nicht gefroren wie früher. Also können nicht rüber. Hören Sie zu, Beruth. Tun Sie Ihr Bestes, um die Strauße ruhig zu halten, während ich nach Weißenburg gehe. Ich habe Kirk versprochen, seine Prothese zu holen und sie ihm zu bringen. Bertla, Bertla, tuck! Frau Catwalker, du Freund der Jukol. Ich werde jetzt mit der Schamanin sprechen. Ayahuasca wird sich freuen, Frau Catwalker zu sehen. Sie geht mit dir weit in die Welt. Der Geister, um dich zu befreien. Du nicht tot wegen ihr.